Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ragen of Kings. Ich heiße euch herzlich willkommen zur Staffel 2. Ich habe mir jetzt mal die andere Map gesucht. Wir sind immer noch in der Alpha 22 und ich brauche jede Menge Holz. Ich kann nichts dafür, ich brauche es halt für einen Ofen, um erstmal noch ein bisschen Eisen zu generieren. Musste mir halt wieder einen anderen Server suchen, weil dieser Server auf PvP so extrem lief, dass die Leute sogar Creeper, Sleeper getötet haben und ich dann dreimal gestorben bin. Das hatte für mich alles keinen Sinn. So, und der andere Server läuft irgendwie nicht auf Alpha 22. Ich könnte einfach nur kotzen, dass die Server halt nicht regelmäßig geupdatet werden. Da kann ich jetzt auch nichts dafür und es tut mir auch leid, wenn ihr jetzt nochmal zugucken müsst, wie ich hier Holz hacke. Die ganze Zeit. Ich habe mir hier so ein kleines Holzhaus hingestellt. Schon mal angefangen damit. Ja, und jetzt will ich halt hier erstmal einen Ofen hinsetzen für Eisen, was ich schon gefarmt hatte. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Holz brauche ich denn auch. 180, das gibt es nicht, ey. Kann nur mal loslatschen. So, 180 Holz, dann können wir uns den Ofen bauen und ich müsste eigentlich schon genug Steine haben, um den Ofen zu graden. Das Problem ist an der Sache, es hat sich jetzt hier einiges oder sehr vieles, nicht nur einiges, sondern sehr vieles geändert. Zum Beispiel um den Tisch, den Crafting Table da aufzuwerten, braucht man jetzt jede Menge Flachs. Flachs, Holz und was noch? Ich glaube ein Lederhide oder irgendwie sowas. Jedenfalls haben sich jetzt hier einige Sachen geändert. Es gibt auch, was ich gesehen habe, Bohnensamen und so weiter und so fort. Also es sind wirklich neue Sachen dabei. Hier zum Beispiel könnten wir uns ein schönes Bärenfell machen. Für unseren Sitz dann, was gibt's noch? Ja, jede Menge Sachen halt, die zu bauen sind. So, aber ich wollte jetzt erstmal kurz das Lagerfeuer machen. Eigentlich könnte ich das auch im Inventar machen. Aber ich mache es lieber am Tisch. So, und dann werden wir das Lagerfeuer auch gleich aufwerten. Dauert eine Minute. Derzeit können wir noch ein bisschen Holz haben. Weil ich brauche ja auch noch für mein Häuslein noch ein paar andere Klötze. Ich hoffe, ich kann dann direkt aus Stein bauen. Ich glaube, 750 Stein. Oh, jetzt habe ich Hunger. Es wird Zeit, dass das Lagerfeuer gemacht wird. Derzeit ganz schnell nochmal Holz hacken. Und dann kümmern wir uns mal um das Lagerfeuer. Das platziere ich dann am besten gleich innen ins Haus, damit da nicht jeder Zugriff drauf hat. Und ich hoffe, ich überlebe das noch, weil es nagt schon an meinem Leben, dass ich nichts zu essen habe. Mittellos angekommen vom fernen Land und hier jetzt erstmal auf der Durchreise Richtung Königsthron. Ich muss mal gucken, bevor ich hier was Falsches erzähle. Ja, es gibt keinen König. Es gibt keine Tax und keinen König, aber wir wollen ja eigentlich den Königsthron an uns reißen. So. Muss ich erstmal noch einen Schluck trinken. Und der Tag bricht an. Das ist immer so schön, wenn hier so bei Ragen of Kings auf dieser Riesenmap ja, der Tag beginnt. Das ist einfach herrlich. Ich persönlich finde das wirklich sehr schön. So, jetzt ist das Feuer. Ja, das Feuer ist fertig. Das machen wir mal hier hin. So, und dann würde ich sagen, wir stehen das auch gleich. Weiß ich nicht. Am besten wäre hier. Weil wenn da ein Ofen draus wird, aber erstmal, ach ja, ich stehe schon wieder zu nah dran. Wenn man zu nah am Feuer steht, bevor es ein richtiger Ofen ist, dann, ja, passiert sowas halt. Habe ich da noch genug Holz drin? 7 Stück, das reicht für 7 Tage. Perfekt. Ein bisschen Eisen habe ich schon gesammelt, weil es ist diese größere Map. Das sieht man auch da an diesen Wasserfällen. Die gibt es bei der kleinen Map nicht. Und ich finde die größere sowieso schöner. Gibt die jetzt schon mal was zu essen hier? Mach hin, komm.
Kann ich den in der Rüstung, könnte ich mir eigentlich schon mal aus Leder bauen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll jetzt ist. Die hier müssen wir auf jeden Fall bauen. Aber erstmal hätte ich gern die Schmiede, um schnellere, bessere Sachen zu kriegen. Das kennt ihr ja schon vom letzten. Aber dafür brauchen wir halt 25 Metall, also Eisenbarren. Das war vorher, glaube ich, anders. Das war vorher geringer. Das hat sich sehr viel verändert. Ja, was ist denn nun? Gibt es hier heute nochmal was zu essen oder haben wir einen Betrieb eingestellt? 1000 Kalorien. Okay, das ist auch irgendwie neu, dass das jetzt auf Kalorien basierend ist. Wusste ich auch nicht. Jung, komm, mach hinne. Ich hab Hunger. Hallo. Also, wenn ihr euch jetzt an dieser Zahl, diese 8 Minuten 4 oder was da steht, nicht dran irritieren, das ist für das gesamte Fleisch, was da drin ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, sollte ich hier mal einen Break machen und wir sehen uns dann. So, nach diesem kleinen kurzen Cut ist es wieder Tag geworden. Und ich habe hier gerade was in der Wildnis entdeckt, da werden wir jetzt gleich mal hingehen. Weil ich festgestellt habe, da hat jemand einen Ofen und eine Schmiede zur Verfügung gestellt. Da brauche ich keine eigene bauen, sondern kann mir da direkt erstmal meine Eisenwerkzeuge craften. Hier sieht man ja, was ich gemacht habe. So ein kleines Holzhäuschen schon mal angefangen. Und ja, mein Eisen ist noch nicht ganz fertig, aber das nehme ich jetzt erstmal so mit. Und mache hier mal, kann ich den Bude noch zumachen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe keine Blöcke mehr. Dann sag's doch, Mensch. Und dann nehme ich hier auf dem Weg noch mal ein bisschen Holz mit, weil das brauchen wir auch für die Eisenwerkzeuge. Und dann können wir hier richtig loslegen. In der Zwischenzeit hat sich ein König den Thron gesichert und man sieht ja, der hat eine echt hohe Tax. Also die Steuern liegen irgendwo bei 20%. Und das ist mir auch schon wieder ein bisschen zu viel. Deswegen muss dieser König unbedingt gestürzt werden. Aber das können wir noch nicht machen, weil uns fehlt ja noch ein paar Sachen. Und dadurch, dass jetzt die Alpha 22 ist, gab es ja halt, wie gesagt, ein Vibe noch dabei und so weiter und so fort. Wir werden die Server mal gewiped und dann fängt man immer wieder von vorn an. Deswegen haben, glaube ich, auch die Leute aufgehört, dieses Spiel zu spielen. Weil die keinen Bock hatten, immer wieder von vorne anzufangen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Weil durch diese ständigen Server-Wipes hat man irgendwann irgendwie keinen Bock mehr. Außer man hat halt einen vernünftigen Admin, der einen dann die Sachen neu zur Verfügung stellt. So, hier haben wir einen. Okay, das war die Werkbank-Bunch. Und hier haben wir jetzt die Schmiede. Da crafte ich mir jetzt mal meine Geschichte hier, meine Holzaxt, meine Iron Axt so. Und meine Pickaxe. So, da hinten ist nämlich noch mehr Eisen. Das werde ich mir jetzt gleich mitnehmen. Und hier nochmal ein bisschen Holz schlagen. Ah, das geht auch schon viel schöner. Nur die Tax ist halt sehr hoch. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. So, das sieht man jetzt aber schon mal. Wir kriegen jetzt, eigentlich müssten wir noch mehr kriegen, aber dadurch, dass die Tax verdammt hoch ist, kann es jetzt auch nicht ändern. So, weil wir müssen ja unsere kleine Wohnung, beziehungsweise unser kleines Ding da, was wir da haben, ja, absichern. Und ich habe auch noch ein bisschen gerade was zu essen gekriegt. Muss mal kurz gucken, hier. Oh, die Tax ist verdammt hoch. 10 Iron sind ein Barren. So, und ich habe ja noch welche in der Schmiede drin, beziehungsweise im Ofen drin. Und die werden wir dann unsere doch eine eigene separate Schmiede bauen, aber die werde ich bei mir vor die Tür stellen, also in dem zweiten Raum, den ich da jetzt angefangen habe. Erstmal aus Holz innen drin und dann kommt Steinverkleidung ringsrum. Dafür muss ich aber noch jede Menge Steine holen. Eine kleine Burgmauer soll dann auch noch ringsrum. Ich werde dann eine Mauer ziehen und ein Tor rein. Da, wo die Fläche gerade ist, da kommt ein Tor rein. So, aber jetzt mit diesen Eisenwerkzeugen geht das Ganze natürlich schon mal erheblich schneller.
Und es wird schon wieder Nacht. Aber wir müssen hier vorsichtig sein, weil bei mir in der Nähe kam vorhin der Werwolf um die Ecke. Und das gefällt mir prinzipiell nicht, wenn ich ohne Waffen oder schlecht ausgerüstet gegen schon so einen Werwolf kämpfen muss. Oh, ich brauche was zu trinken. Egal, den Baum, den fällen wir jetzt noch. Und dann gehen wir wieder nach Hause. So. Ich hatte mal hier bei Ring of Kings so ein Problem. Da hatte ich mal einen Baum gefällt und habe mich auf diesen Stumpf da gestellt und wurde dann hochkatapultiert. Das ist mir bis jetzt noch einmal passiert. Da bin ich natürlich auf der Erde aufgeklatscht und war tot. Und da geht die Sonne unter. Sieht das nicht schön aus? Wunderbar. Ich bin total begeistert. So. Jetzt müssen wir erstmal was trinken. Damit wir nicht an Verdurstung sterben. Dehydrieren ist der häufigste Tod in Ring of Kings. Naja, und ein paar Schlechter oder irgendwelche Leute, die einen halt den Kopf abreißen wollen. Oder abhacken. So, jetzt kommt hier erstmal das Eisen noch dazu. Das sieht ja schon mal gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt können wir hier nochmal die ganze Geschichte zubauen. Und den hier muss ich ja natürlich noch aufwerten, damit wir hier eine Eisentür reinbauen können. Hier sind noch 7 Stück davon. Die nehmen wir jetzt mal an uns. So, und dann machen wir hier mal die Bude zu. Es ist natürlich Holz. Ja, Holzstrukturen können vernichtet oder zerstört werden. Ich glaube, die haben auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wo man... Ich glaube, man sieht es nur an dem Tisch hier. Wenn er denn... Achso, der muss erstmal... Ja, abgegradet werden. Ich habe auch hier irgendwie so Samen gefunden von Bäumen. Ich glaube, die können wir nur pflanzen, wenn wir wieder mal diese Hacke haben. Und die Gießkanne. So, Holztore fange ich gar nicht erst an. Die kann man einknacken. Oder da kann man einbrechen. So, was haben wir noch? Eigentlich noch nicht so Großartiges. Also es ist noch nicht wirklich, also es ist wirklich noch ein weiter Weg bis dahin. So, jetzt kann ich hier aber, toll, einen Steindingens bauen. Und um 24.500 Holz. Das bräuchte ich erstmal. Irgendwie haben die Sachen wirklich richtig hochgerissen. Weil ich müsste erstmal noch... Ah, das nützt mir auch nichts. Ich müsste... Ein Flechter kann ich bauen. Das ist eine gute Idee. Jedenfalls müsste ich erstmal noch die letzte Stufe kriegen, um wenigstens hier so ein Eisentor zu bauen. Und das wird noch eine Weile dauern. Kann ich die hier eigentlich wieder reinlegen? Nee, kann ich nicht. Tja, müssen wir weiter Holz hacken. Aber eine Flechter will ich aufstellen. Weil man da wenigstens schon mal Pfeil und Bogen sich bauen kann. Da bin ich nicht mehr so unbewaffnet. Da habe ich wenigstens was in der Hinterhand. Es dauert aber. Dauert alles. Seine Zeit. So, aber es nützt mir nichts, wenn ich jetzt hier in der Nacht rumeiere und suche Holz. Das geht einfach nicht. Da laufe ich nur irgendjemanden oder irgendetwas in die Arme. Das möchte ich tunlichst vermeiden. Komm mal hin. So, ein neuer Tag bricht an in Ring of Kings. Das ist jetzt, glaube ich, schon der Tag 3. Und ich habe hier was entdeckt, wo wir Pfeile mit herstellen können, weil den Flechter habe ich ja schon. Und jeder, der jetzt kein Blut sehen kann, der müsste mal weggucken. Weil das wird nämlich jetzt eine blutige Angelegenheit. Kommst du her, du blöder Hahn? Verdammt. Ach, ich hasse es. Oh, was denn jetzt los? Jetzt hat es aber kurz geruckelt. Aber den Hahn kriegen wir. So. Damit hat er seinen letzten Krähe getan. Meine Axt ist auch schon schön blutig. Und ich habe irgendwelche neuen Samen wieder mal gekriegt. Ich habe keine Ahnung, wer hier was für Samen alles gibt.
Enten geben irgendwie Bohnensamen, die geben Onionsamen. Ich habe keine Ahnung, was das alles für Samen sind. Ich wollte ihn eigentlich nur abschlachten aufgrund seiner Federn. Ich bin eigentlich jemand, der es vermeidet, Tiere zu töten, aber wir brauchen die Federn. Ich kann es nicht ändern. Und jetzt müssen wir aber noch was aus Versehen. Naja, aus Versehen, es ist ja beabsichtigt, aber ich muss es aus Versehen irgendwie, also ich muss es auf jeden Fall auch noch killen. Und zwar ein Schaf, weil ich brauche Flachs. Oh, ein Kohl. Den nehme ich mit. Das ist mein Frühstück. So, hier gibt es auch noch Flachs, aber es ist sehr wenig Flachs und deswegen, hier ist es Flachs. Deswegen töten wir da lieber mal ein Schaf, weil dann dürfte es rein theoretisch gesehen noch mehr geben. Aber ich brauche dafür erstmal ein paar Javelins. Weil damit kann man die Viecher dann besser, besser killen. So, rüsten wir den mal aus. Und dann suchen wir uns ein Schaf. Pfeil und Bogenfedern haben wir schon. Ein paar Steine bräuchten wir auch noch für Steinpfeile. Die muss ich hier mal noch mitnehmen. Und dann gucken wir mal, wo wir hier ein Schaf kriegen. Wo sind sie denn? Ich weiß genau, hier waren welche. Irgendjemand hat da oben eine riesengroße Bude gebaut. Irgendwie da. Sieht auch sehr schick aus. Da hinten. Da hinten sind Schafe. Aber ich glaube, hier oben war auch noch irgendwo eins. Da, genau. Natürlich nicht getroffen. Oh, wo ging der denn hin? Sieht aus wie ein Igel, das Viech. So, es tut mir schrecklich leid, du kleines Schaf. Aber ich brauche Flachs von dir. Und ein bisschen Fleisch, weil ich brauche auch noch was zu essen. Und jetzt gibt das Schaf mit Sicherheit keinen Flachs. Nur Wolle. Sehr schön. Toll. Könnte ich schon wieder schreien. Ich brauche doch nur ein bisschen Flachs für den Bogen. Meine Güte. Gibt's das denn? Ich bin sehr weit vom Flachs weg. Deswegen. Und ich habe jetzt keinen Bock, wieder durch die halbe Map zu rennen, um hier Flachs zu suchen. Ich glaube, ich brauche 30. Wie viel habe ich denn? 22. Da fehlt nicht mehr viel. Mal gucken, ob da unten noch was wächst an Flachs. Ein Busch sind. Da unten ist ein Mann. Oh mein Gott. Ein Spieler. Wir jagen aber erstmal da drüben das Schaf. Ich habe jetzt keinen Bock, schon auf irgendeine Konfrontation zu treffen, weil ich habe ja noch gar nichts. Deswegen jagen wir hier mal lieber kurz noch das Schaf. Boah, gibt es nicht. Toll, das war das letzte, der letzte Javelin. Konnte man doch eigentlich auch wieder einsammeln. Ja. Kann man die auch vom Schaf wieder einsammeln? Muss leider die Axt her. Scheiße. Boah, nee, oder? Wenn ich jetzt hier runterfalle und tot bin. Dann ist das Schaf schuld. Komm doch bitte her. Ich kann es doch nicht ändern. Es tut mir doch auch leid. Was sind denn Beets? Und es gibt wieder keinen Flachs. Doch, jetzt ist Flachs, Gott sei Dank. Okay, das muss reichen für den Bogen. Ich weiß noch nicht, was das schon wieder für merkwürdige Samen sind. Ich komme mir ja vor wie der Metzger. Wie der Metzgermeister, der das arme Schaf ausschlachtet.
Ist auch schon so eine richtig blutige Geschichte. Wenn man sich das mal von hier anguckt, wie diese Frau hier volles Fund mit der riesen fetten Axt auf dieses kleine arme Schaf eindrischt. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da ist noch ein Flachsbusch, den nehme ich auch so noch mit. So, und jetzt können wir uns Pfeil und Bogen machen, aber vorher muss ich noch was trinken und dann würde ich sagen, beende ich die erste Folge wieder mal von Reign of Kings. Ja, was denn jetzt trinkst du? Hier gibt es jede Menge Schafe, da unten sehe ich noch einen Flachsbusch, aber das würde jetzt die ganze Aufnahme sprengen. Deswegen gehen wir jetzt nach Hause, bauen schnell den Bogen und dann machen wir hier an der Stelle Feierabend. Da ist ein Bär. Das ist schön. Ein Bär könnte ich auch noch gebrauchen für einen schönen Bettvorleger oder sowas. Würde sich bestimmt in meinem kleinen Holzhaus sehr schön erweisen, also würde bestimmt gut aussehen. So, jetzt können wir uns hier mal einen Bogen craften. Und das sind Triple Steel, Iron, nee, Iron, das Iron ist mir zu schade. Wir machen hier mal ein paar Steinpfeile. Sehr schön. Jetzt haben wir den ersten Steinpfeil, jetzt können wir auch den Bogen ausrüsten. Oder waren noch welche drin? Die nehme ich doch glatt mit. So. Okay, die Ammo wurde schon gesetzt und jetzt haben wir hier unseren Bogen und damit können wir dann auch mit Sicherheit mal irgendjemanden töten. Und ich muss noch mal kurz was in meinen Dingens reinmachen, in meinen Teil da. Meine Holzkiste. Aber ich würde sagen, das erspare ich euch lieber. Oder? Nö, doch nicht. So, ich mache das hier mal da rein und jetzt mache ich hier mal den Puff zu. Zu, nicht auf. Und würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge für heute. Sage ich danke fürs Zugucken, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.